Wenn man von einem Topstar spricht in Deutschland, dann ist es Hannelore Elsner. Guten Abend, schön, dass Sie heute da sind. Dankeschön. Und in Ihrer Begleitung Starregisseur Oliver Hirschspiegel. Guten Abend. Gnädige Frau, Sie sind jetzt auch ein österreichischer Publikumsliebling geworden mit Preis. Ja, ich bin ganz stolz. Für eine Schauspielerin Ihrer Qualität, ist man da geschmeichelt oder nimmt man sowas nicht zur Kenntnis? Ach, hören Sie mal, ich bin total glücklich. Ich konnte leider nicht da sein, weil ich eine Charity-Veranstaltung hatte. Aber ich bin sehr stolz. Es ist ein Publikumspreis. Gestern haben Sie auch sehr stolz gewirkt, immerhin mit Größen wie Anna Netrebko auf der Bühne des Burgtheaters. Ja. Wünscht man sich dann als so gestandene Schauspieler vielleicht mit größeren Rollen und ein paar Rollen ans Wiener Burgtheater? Das wäre nicht schlecht, wenn ich Zeit habe. Vielleicht schaut uns jemand zu. Schön, dass Sie bei uns waren. Einen schönen Abend gemeinsam. Haben Sie ein gemeinsames Projekt in Österreich? Filmprojekt? Nein, ich bin ja gerade, ich habe gerade meinen Film Elsa hier rausgebracht in Wien. Deswegen bin ich die Woche hier und gehe mit Hannelore zum Liveball zum ersten Mal seit, ich glaube, 15 Jahren. Dann bin ich wirklich beruhigt. Dann muss ich nämlich nicht sagen, dass Sie ein privates Projekt haben. In diesem Sinne einen schönen guten Abend. Servus, guten Abend. Ja.